bin die Niki, willkommen zum Step Cardio Training. Ich wünsche dir jetzt ganz arg viel Spaß bei einer schönen Kombination aus einfachen Schritten und Armkombinationen. Ihr wisst, beim Step Cardio Training machen wir keine Choreografie, sondern wir setzen einfache Schritte zusammen. Jedoch sage ich die ganze Zeit einfach, es wird heute schon ein bisschen herausfordernd, auch für mich, denn ich habe mir ein paar Armkombinationen überlegt. Also verzweifle nicht, ich hoffe, bei mir klappt es auch immer gut. Und ganz wichtig ist, dass wir einfach nur Spaß haben und falls was nicht klappt, lächeln und weitermachen. Ich wünsche dir jetzt ganz arg viel Spaß bei diesem Cardio-Training und ich würde sagen, lass uns starten. Wir starten erstmal marschieren am Platz auf rechts, rechts, rechts. Perfekt. Atmen mal tief ein. Und aus. Tief einatmen. Und aus. Nochmal. Letztes Mal. Gib mir mal einen Tap Front, rechts und links. Einfach nur die Zehenspitze aufs Brett. Du hast natürlich die Möglichkeit, den Stepper ein bisschen hochzustellen, falls du es ein bisschen anstrengender möchtest. Du kannst natürlich auch das Video heute erstmal so probieren und in 2 Tagen machst du den Stepper ein bisschen höher und so kannst du für dich individuell das gestalten. Nimm erstmal hier mal rechts und links die Arme hoch. Wir werden heute sehr viel mit den Armen arbeiten. Ich bin gespannt, drück mir die Daumen, dass alles gut funktioniert. Arme lang, hoch, richtig schön Richtung Decke. Wir wollen ja schwitzen und das innerhalb von kürzester Zeit. Das ist das Ziel. Okay? Hopp, hopp, richtig schön, Arme lang. Werd noch ein bisschen größer. Rechts und links. Die letzten. 4, 3, 2 und Achtung, tipp mal diagonal ins Eck. Hier erstmal ganz locker, easy. Rechts und links. Muss man nochmal beim Mikrofon verstecken. Wenn ich jetzt viel mit den Armen mache, dann bewegt das euch viel hin und her. So, hier nimmst du mal rechts und links die Arme lang. Dann mach ein großer Kreis. Locker. Rechts und links. Arme lang und ein großer Kreis. Locker. Nochmal ein bisschen schneller. Rechts, links, kreisen. Rechts, links, kreisen. Rechts, links, kreisen. Nochmal. Rechts, links. Tip front. So, der Kopf ist bei mir hoffentlich. Und jetzt auch die Füße und die Armkoordination. Der erste Test ist bestanden. Hier nehmen wir jetzt einfach mal die Arme rechts und links nach vorn. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Wir werden ein bisschen größer. Nimm die Arme ganz nach oben. Versuch den Oberkörper mitzunehmen. Wir werden auch nicht nur mit den Armen arbeiten, sondern auch mit den Beinen. Die dürfen auch mal einen Squat machen heute. Die letzten. 8, 7, 6, 5. Noch 4, 3, 2 und letzte. Tipp nochmal diagonal. Rechts. Und links. Nimm mal in einem Halbkreis deinen Arm mit. Richtig schön halber Kreis. Du hast ein Tablett auf deiner Hand. Noch 8, 7, 6, 5. Noch 4, 3, 2. Tipp mal front. Nochmal nur nach vorne. Rechts und links. Tipp. Ellenbogen mitnehmen und zwar ein Bounce. Richtig schön Ellenbogen tief. Der Oberkörper darf auch mitkommen. Noch 8, 7, 6, 5. Die letzten 4, 3, 2 und letzte. Gib mir Tap Up.
Jetzt der ganze Fuß aufs Brett, ganz, ganz wichtig, sodass du nicht mit der Ferse in der Luft bist. Und rechts und links richtig schön nach oben. Nimm mal die Arme ganz easy mal an die Seite. Lang hoch und wieder tief. Lang hoch und tief nach unten. Lass dir Zeit. Ich weiß, es ist auch gar nicht so leicht, langsame Arme, schnellere Beine zu machen. Lang und tief. Wir werden ein bisschen schneller, auch mit den Armen. Achtung, du kommst hoch und tief. Auf und ab. Richtig schön streck dich. Die letzten 8, 7, 6, 5, noch 4, 3, 2 und letzte. Nur Tap up. So, der ganze Fuß auch hier wieder aufs Brett. Der Tap up wird ein bisschen verändert in einen hohen und einen tiefen. Ein hohen. Und dann gehst du leicht in die Knie. Hoch und tief. Tief. Wir machen Arme hoch und tief. Arme hoch und tief nach unten. Mach dich lang und ganz klein tief. Wenn du möchtest, auch gerne über die Seite, so wie wir es gerade gemacht haben, lang und tief nach unten. Wir kombinieren die Arme jetzt mit der Bewegung hoch und tief in die kleine Hocke, in die kleine Hocke, nochmal und dann locker Tap up. So, sehr schön. Ich zuppel hier und ich zuppel da und das Mikro will nicht halten. So viel Armarbeit ist nicht gewohnt. Ich hoffe, es kratzt nicht zu viel. So, tief und hoch. Du gehst tief, leicht in die Hocke und wieder hoch. Pass auf dein Knie auf, dass du immer über dem Sprunggelenk bleibst. Und auch hier gehen wir mal über die Seite. Tief und Arme lang nach oben. Einmal tief und streck dich lang. Lang nach oben. Tief. Noch 8, 7, noch 6, 5, die letzten 4, 3, noch 2 Stück, lang hoch und letzter noch, tief und einfach nur Tap up. So, gib mir mal Knee Lift. Das Knie kommt nach oben, Richtung Decke. Versuch immer den ganzen Fuß aufs Brett leicht diagonal, sodass das Knie aber auch immer über dem Sprunggelenk steht. Und dann das Knie ganz nach oben schieben. Ganz hoch. So. Die Arme, komm mal an die Seite nach oben, Schultern weit weg und dann tippt immer ein Arm Richtung Ferse, tief, tief, noch 8, 7, 6, 5, noch 4, 3, und der letzte. Und gib mir Kick. Kick. Einfach nur Kick Front und wieder zurück. Kick Front. Hier nehmen wir die Arme an die Seite und tippen mal immer rechts und links vor. Schultern weit weg von den Ohren. Schulterblätter hinten zusammen.
um jetzt nochmal ein bisschen beides zu verknüpfen, machst du mal beide Arme lang und tippst tief. Tief. Die letzten vier. Drei. Zwei. Und locker die Arme. Locker. So. Du gibst mir einen vorne und einen Kick. Okay? Arme hoch. Let's go. Erstmal die Luft. Einen vorne und einen Kick. Vorne tap und Kick. Ein Knee Lift, ein Kick, ein Knee Lift. Kick auch hier. Jetzt hier Knee Lift. Wir wechseln die Seite. Kick und Knee Lift. Auf Kick. Perfekt. Und locker Tap up. Gut. Alles, was wir nach vorne können, können wir auch zurück. Und zwar erstmal mit einem Leg Curl. Einfach mal die Ferse Richtung Popo. Leg Curl. Noch 8. 7. 6. 5. Noch 4. 3. Hier probieren wir auch mal diagonal die Hand Richtung Ferse. Diagonal Tap. Tap. Einfach Hände tief und Tap. Sodass du immer dich schön streckst. Pass mal auf. Streck mal dein Bein lang nach hinten. Lang. Und lang. Nimm die Arme mit. Lang. Nicht zu sehr ins Hohlkreuz. Dein Bauch ist fest. Dein Po spannt sich an. Bleib dabei. Die letzten 8. 7. 6. Wir machen es gleich so, wie bei dem nach vorne. Einmal Leg Curl, einmal Fleek. Los geht's. Leg Curl und Fleek. Leg Curl. Tap und Fleek. Gut. Leg Curl und Fleek. Noch 4 Stück. Die letzten. Und dann gib mir hier Fleek. Nochmal Fleek. Fleek und Leg Curl. Andere Seite. Fleek und Leg Curl. Die letzten 4. 4. 3. Die letzten 2. Letzte noch. Gib mir Knee Lift. Einfach nur Knee Lift. Knie nach oben. Rotier mal mit deinem Arm diagonal ins Eck. Eine meiner Lieblingsvariationen von Knee Lift. Mit Armkombination. Du kennst schon. Noch 8. 7. Machen wir es für die Beine. Ich würde sagen, wir starten mal für die Beine. Und zwar brauche ich einen Repeater. Lass die Arme mal weg. Gib mir Repeater 3. Einfach nur Repeat. Repeat sind 3 Kneelifts. Es ist 1, 2, 4, 6, 7, 8. Gut, der geht nämlich gleich ums Eck. Mach dir Platz. Ich hätte vielleicht nicht so viel essen sollen gerade. Gerade eine Pause gemacht. Schön gegessen. Auf, ab. So. Du bleibst im Knee Lift dreimal. 3, 2, 1. Ein Knee Lift, eine Kniebeuge, ein Knee Lift. Probier's aus. Hopp. Nimm die Arme mit. Es ist tief, hoch, tief. Tief. Hoch, tief. Von den Armen. Tack.
Letzte noch. Tief. Und tap up. Gut. Wir haben es schon bald geschafft. Mal auf die Uhr gucken, dass es nicht so lang wird. Jetzt machen wir noch ein bisschen was Kognitives. Was für den Kopf und schön für die Arme. Wir tippen in die Seite. Unser finaler Block. Okay? Tap. Ich verändere hier gerade mein Step ein bisschen. Du gehst schön tief. Tipp tief. Du nimmst den linken Arm. Du nimmst den rechten Arm. Du nimmst die Arme lang und kommst tief. Okay. Linker Arm. Rechter Arm. Lang nach oben und tief. Lang und tief. Lang und tief. Letzte noch. Und lang nach oben und tief nach unten. Tap up. Gut. Wollen wir vielleicht nochmal so einen kleinen Recap machen? Mit so ein paar Specials noch. Wir machen einfach ein bisschen Wiederholung von dem, was wir gemacht haben. Zuerst das hier, okay? Nimm hier Knie lift hoch und dann hier Kick. Knie lift hoch und Kick. Beide Arme oben und Kick. Nochmal Knie lift hoch und Kick. Die letzten vier. Drei. Die letzten zwei. Letzter noch. Und dann gib mir hier gleich Kick. 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 Und Tap. Kick. Und Tap. Das gleiche mit unserem Leg Curl und dem Flieg. Leg Curl. Tap. Und Flieg. Leg Curl. Flieg. Flieg ins Eck. Hier. Flieg und tipp. Letzter noch. Gib mir hier hoch und hier tief. Hoch und tief. Achtung, tief, tief und hoch. Bist du bereit für die Kniebeugen? Gib mir Repeater 3. Knie, tief, knie. Zack, zack, knie, tief. Letzter, noch rechts und links. Hopp, tief und geschafft, marschier. Du hast es geschafft. Dann eine Schlusspose einbauen. Schlusspose. Mach dann auch immer wie eine Rakete. Du bist die Rakete. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, die Cardio-Stunde hat dir gefallen. Viele Arme, viele Variationen. Ich hoffe, du konntest gut mitkommen. Falls du möchtest, rufst du dich noch ein bisschen aus. Und zwar gibt es hier ein Cooldown-Video, was ich dir gerne auch verlinke unten in der Beschreibung. Falls du möchtest, schick mir doch einen Daumen hoch, einen Kommentar oder vielen Dank für deine Spende über PayPal. Danke, danke für eure Unterstützung. Und jetzt würde ich sagen, du hast es geschafft. Bis zum nächsten Training mit Mio hoffentlich. Bis bald.
for the biggest.